Mein Name ist Raimund Hiebel vom SV Eidelstedt. Kleines Statement zum Spiel. Wir waren heute stark geschwächt, weil etliche Spieler nicht konnten, beruflich eingespannt waren. Und hatten wir aus der dritten, hatten wir vier Spieler dabei. Aufgrund dessen müssen wir heute mit dem Ergebnis auch zufrieden sein. Wir haben 0-2 verloren und Teutonia war besser. Wir hatten ein paar Torchancen gehabt, konnten wir nicht verwerten. Und im Großen und Ganzen bin ich trotzdem noch zufrieden. Wir sind ja immer noch in der Vorbereitung. Und ich hoffe, dass das Spielergebnis für Teutonia auch so in Ordnung ist. Ne? Ja, hätte natürlich alles besser laufen können. Erhoffen uns natürlich viel, haben, glaube ich, eine ganz gute Mannschaft erstellt. Und ja, dementsprechend erwarten wir auch immer gute Spiele. Und ja, klappt natürlich noch nicht alles. Wir sind am Anfang der Vorbereitung, beziehungsweise in der Mitte der Vorbereitung. Aber wenn das alles so weiterläuft und auch die verletzten Spieler, die heute gefehlt haben oder die im Urlaub sind, wenn die alle da sind, dann denke ich, wird das alles besser und dann werden wir eine noch bessere Rolle spielen und auch unser Spiel aufziehen wollen, wie wir das vorstellen.